Hallo zusammen, wie im letzten Video schon angekündigt, möchte ich euch in diesem Video zeigen, wie ihr Rechnungen nicht nur über das Abrechnungsmodul, sondern auch direkt über das Verkaufsmodul anlegen könnt. Sprich, ihr habt jetzt einen Kunden angelegt, ein Angebot versendet. Wir nutzen mal wieder hier den Testkunden. Da hatten wir ein Angebot erstellt und der Kunde sagt jetzt jawohl, das möchte ich gerne nutzen. Dann ist das hier einfach mit einem Klick Rechnung erzeugen, reguläre Rechnung, Anzahlung oder ein fester Anzahlung, fester Betrag auszuwählen. Ich sage jetzt einfach reguläre Rechnung, erzeuge und zeige an. So hat er mir die Rechnung jetzt angefertigt. Ich kann hier noch bearbeiten. Kann hier noch sagen, okay, das wurde tatsächlich jetzt von Bramli und über einen Webseitenlead kam das rein. Rechnungsdatum, dann hier 4. Januar. Jawohl, also hier könnt ihr wieder diesen QR-Code für die Bezahlung per SEPA anlegen oder nicht. Könnt ihr entscheiden, möchte ich das dem Kunden anbieten, dass er das mit einem Klick alles übernehmen kann. Ich finde es eine nette Geste, wenn man da nicht mehr so viel eintippen muss. Dann bestätigen. Wir können hier wieder die Vorschau uns angucken. So sieht es dann wieder aus. Der Kunde kriegt dann seine Rechnung. Hier wieder der QR-Code. Für die Banking-App. Er kann hier auch wieder über Jetzt bezahlen, wieder unsere Zahlungsmöglichkeiten bieten oder annehmen, kann sich hier die Rechnung auch runterladen oder gleich drucken, wie er möchte. Und auch hier können wir Zahlung erfassen, sagen jawohl, ist eingegangen, ist bezahlt worden. Ich lasse das frei, Zahlung erstellen, weil ich habe hier meine Kontonummer mit angegeben. Also ich habe das immer so, damit ich das übersichtlich habe. Zahlung erstellen und bezahlt. Das kann ich wieder sehen. Hier bezahlt und bezahlt. Hier sehe ich auch noch nicht bezahlte Rechnungen, Entwürfe. Hier kann ich alles, auch was abgebrochen wurde. Das kann ich hier alles sehen und kann so meine Übersicht für mich beibehalten. Auch auf dem Dashboard, das ich ja schon angelegt hatte, kann ich hier meinen aktuellen Stand sehen. So wie ich es euch schon vorher erzählt und gezeigt habe. Im nächsten Video zeige ich euch, wie ihr Zahlungsbedingungen anlegen könnt und die verschiedenen Bankkonten, also sozusagen die Einstellungen, bevor ihr eine Rechnung schreiben könnt. Dann bis gleich.